Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Danke, damit herzlich willkommen, Leute. Du, Mann. In der Schule haben sie mir so ein bisschen gesagt, jo, du hast das Spielprinzip nicht begriffen. Ja, wir sind hier schon in Italien, Alter. So, Leute, wir. Ja. Kann irgendwie. Achso. Okay, mal weiter rüber. Jetzt gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, da ist jetzt niemand. Ja, let's go. Oh, ein Klappmesser, nice. Was machen wir da am besten? Werfen wir einfach eine Münze? Es würde andere safe merken. Hören die das, wenn ich die hier hinwerfe? Wirklich safe sehen, Alter, das ist doch so klar. Alter. Hört ihr meine Taste durch? Spam die einfach durch. Let's go. Okay, wir müssen erstmal das Ziel hier vorne irgendwo ausschalten. Oder drin sind welche, die sind, die mich erkennen. Gehört. Hä? Die hören irgendwo Fußball oder so. Gehört einer von denen? Oh. Oh, wir haben hier Rattengift. Nehmen wir auch mit. Wird uns sicher irgendwann mal hilflich sein, sagen wir. Vielleicht sollten wir auch nicht mit der Gasflasche rumlaufen, sondern vielleicht viel eher Münzen. Oh, da hat geschöpft. Ja, zwei Leibwächter. Die müssen wir jetzt erst einmal ausschalten, aber wie? Wir müssen auf eine gute Gelegenheit warten, wie wir den einen ablenken können. Spiel. Mann, wieso steht der zu dämlich in der Ecke? Ich hätte Rattengift. Das könnten wir ihm safe ins Essen machen. Kann sie ja gar nicht vergiften. Was soll das? Jetzt gehen sie hier raus. Okay, dann kann ich ja mal hier rein. Alter, was haben die hier? So ein riesen Büro oder was? Drin ist ja niemand. Da kann ich eigentlich hier einen Penny hinwerfen. Dann kommt der doch rein, oder? Der von da draußen rein? Nee. So. Einer weniger. Kommen Sie mal mit. Oh, da hinten ist einer. Hoffentlich macht ihr jetzt keine Faxen, Alter. Wenn ihr jetzt da reinkommt, dann sehen wir gefickt. Alter, was ist das denn? Ist hier nirgendwo eine Truhe, Alter. Mann. Das wäre jetzt tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Doch, hier vorne. Nee, das ist ein Waschbecken. Scheiße. Och Mann, wo machen wir den denn jetzt hin? Ah, komm, lassen wir den einfach hier liegen, Alter. Vielleicht finden wir ja noch nach. Ja, auf gut Glück noch eine Kur. Als Pestarzt verkleiden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so wird man uns bestimmt nicht erkennen. Hören die das? Oh ja. Nur eine. Das wäre sehr nice. Scheiße, die haben uns gesehen. Rennpest, Mensch. Let's go. Mann, ich bin der schlechteste in Skip, aber egal. Egal, es passt. Es passt. Warte jetzt wieder ein Weilchen. Da das Zeug vorbei ist und dann
Lagen wir wieder zu. Okay, Leute, vielleicht war das mit dem Pestarzt doch nicht so die beste Idee. Wir gehen jetzt mal raus, versuchen uns wieder reinzuschleichen und dann verkleiden wir uns wieder zurück. Auf Sneaky. Ja, ein geiles Outfit, aber vielleicht nicht ganz so passend, sage ich mal. Okay, das ist mein Ziel. Ich muss mich verkleiden als der Typ. Dann komme ich an die ran. Oh shit. Lehrer ist jetzt gerade da unten. Das heißt, wir könnten auch diese Gelegenheit nutzen. Ich sag mal, um ihn für uns zu gewinnen. Wow. Die habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Moin, selber Outfit-Typ. Irgendwie eine Münze hin. Komm, komm, komm. Okay, wir haben gerade keine Münze mehr. Scheiße. Egal, haben wir passt. So, kleiden. Kennen die mich immer noch? Okay, ach scheiße, die erkennen mich ja immer noch. Rufen Sie des Santis an. Ja, wie mache ich denn das? Scheiße, ich habe sein Handy nicht genommen. Ja, wir müssen noch mal kurz zurück. Mein Outfit ist ja authentisch. Golflehrer, Golfschläger. Ich finde nur noch mein Handy. Die Santis anrufen. It's me. Oh. Ja, wo ist das Zimmer von ihr? Müssen wir kurz gucken. Oh shit, hier darf ich nicht sein. Ich gehe schon wieder. Ah, hier, lol. Okay, dann gehen wir nochmal gucken. Party. Nicely done, 47. DeSantis will be here shortly. I suggest you get in the mood. Ja, müssen wir jetzt warten, Alter? Problem ist, wenn die aus diesem Glas trinkt, dann ist die tot. Gut, vielleicht ist es ja auch gut, weil es eine Zielperson ist. Alle auf Position? Oh, die ist auch ein Ziel. Ja, komm. I don't know you. That makes me nervous. Who are you? Ich will mich nicht zeigen. Target down. Next up, Silvio Caruso. Let's go. Unbemerkter Kill. Ich bin halt einfach der beste Hitman, Alter. Akzeptiert's einfach. Ja, ich glaube, er hat auch nur einen Leibwächter. Zwei, scheiße. Es sind immer noch zwei. Hey, ich habe den einen umgebracht. Ich glaube, wir haben verkackt. Soll ich jetzt einfach drauf losschießen oder sein lassen? Sie haben jetzt auch gesagt, das ist nicht Hitman-mäßig. Aber was soll ich denn machen, Alter? Mich einfach nappen lassen, Alter? Oh, das war der Falsche. Oh, bin ich unfähig? Ich treffe hier nicht mal. Oh mein Gott. Lol. Sauberer Schuss. Nach 10 oder so. Das ist Genie. Ja, das bin ich hier. Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich. Ja, Leute. Ich muss gerade vielleicht. Ach, Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Ich kann meine Handytaschenlampe kurz benutzen. Weil der Greenscreen hinten. Ihr seht ja, er geht nicht mehr wirklich gut raus, weil ihr zu wenig Licht habt. Jetzt das Handy hier so hin. So. Läuft, Alter. Aber noch kurz was trinken. So. Ich bin eigentlich so ein schlechter Hitman, weil ich töte einfach alles, was mir in den Weg kommt, praktisch. Boah, Alter. Mashallah, einfach die knappe Brudi. Okay, wir gehen nochmal runter. Da, wie wir ursprünglich waren, also eigentlich auch angestellt. Also hingestellt mehr. Ich glaube, dort müssen wir rein in diese Tür und dort wird uns. Warte kurz, muss ich kurz. Kurz gucken. Boah, Leute, moin. Ich glaube, wir sind noch in. Nee, mach ich doch nicht, Alter. Bist du dumm?
Einfach Tastenspam, Alter. Komm, mach sie fertig, Alter. Hitman, Hitman, Hitman. Das. Oh fuck, der steht wieder auf, lol. Ja, wir haben kurz ein kleines Problem hier, Alter. Scheiße, ich weiß noch nicht. Tut mir leid, Alter, ich hab. Scheiße, Alter. Ich muss kurz. Sehen uns später, Alter. Und Leute, gute News. Eigentlich nicht, aber okay. Das ist hier meine Softbox, die ich habe. Und. Ja, die ist jetzt, glaube ich, auch kaputt. Steck die mal kurz ein, dann kann ich vielleicht gucken, ob das läuft. Brauche ich jetzt einfach die anderen Softboxen, wann kommen denn die endlich? Hier ist der Code, tatsächlich. Okay, nehmen wir ihn doch. Mann, warte kurz, ich muss kurz auch noch das Licht in meinem Zimmer machen, weil es wird immer schlechter. Kommt gleich wieder. Boah, sieht doch das Ganze schon besser aus. Ich würde sagen, wir räumen jetzt dann einfach nur noch die zwei Typen aus dem Weg. Zwei Security-Typen, und wenn wir das gemacht haben, dann, ja, war's das eigentlich. Ja, und dann zerstören wir das Virus und hauen ab. Einfach radikal. Ist mir so ein bisschen. Mehr so mein Style halt. Bin nicht so der Sneaky-Typ, wie ihr merkt. Also eigentlich schon, aber ich. Ich verstehe es halt nicht. So. Sind hier wieder zwei Dudes. Da liegt nur eine Leiche. Ich weiß nicht, soll ich die zwei jetzt einfach schießen? Ja, komm, scheiß drauf, Alter. Tut mir leid, Bros. Ich muss hier kurz durch. Ah. Mach das du. Ja, egal. Komm, scheiß drauf. Einzige Ziel, was wir aktuell haben, das Virus. Alter, was ist... Gut. Chillen wir hier mal noch kurz ein bisschen. Und dann zerstören wir das Virus. Corona wird nie mehr existieren. Ich wusste doch von Anfang an, dass es uns jemand in die Schuhe geschoben hat. Alter, es geht hier gerade wild los. Oh shit. Fuck. Wo ist dieses Virus? Hä? Scheiße. Ja toll, das war's ja komplett. Ich darf nie mehr in die Schule gehen. Mein Greenscreen ist schon wieder absolut scheiße und jetzt habe ich mich auch noch entdecken lassen. Das war's ja auch komplett. Mann, es eskaliert ja auch nur leicht, Alter. Ich werde das wieder zulaufen. Eigentlich. Schießen. Alles klar. Oh, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen uns jetzt einfach als die Wissenschaftlerin leiden. Und dann, ja, wenn die uns nicht mehr wirklich bemerken. Das ist eigentlich schlau. Also, schlau, ja. Das tut es. Ich kann mich nicht verkleiden, alles klar. Bruder muss los. Ich bin einfach zu lost, Alter. Okay, Leute, das war's. Für diese Folge Hitman 2. Ach, was sag ich immer 2, Alter? Hitman, Alter. Ich bin der schlechteste Geheimagent, den es gibt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.